So, geht los. Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Köln gegen Hertha BSC, Bundesliga-Party vom Samstag. Köln wird gespielt, Quatsch, von mir, genau, und Hertha von PAX United unter dem PAX-Trader, dem Dennis. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Dein Tipp in Real Life dieser beiden Teams. Soll ich jetzt wirklich raushauen? Ja. 0-1 Hertha. Oh. Aber man muss ja sagen, die Hertha ist auswärts sowas von schlecht. Ja? Ja. Ich glaube, die letzten 6, 7, 8 Partien alle verloren auswärts. Okay, aber und wer dafür steht, ist sie die heimstärkste Mannschaft. Und wer steht wo in der Tabelle? Hertha auf 5. Stimmt das? Köln auf 6? 7. Okay, war ich ja nah dran. Ah, im Real Life hätte der Torwart den noch bekommen. Ja, die Kölner auf Platz 7 mit 34 Punkten und Hertha mit 40 Punkten auf Platz 5. Das ist ein wichtiges Spiel, ne? Das ist schon ein wichtiges Spiel. Also Hertha sollte das auf jeden Fall gewinnen können. Ah, jetzt zieht er mir zwei Abwehrspieler raus, der kleine Lümmel. Komm, Brooks! Oh, was ist das denn für ein Abschluss? Hertha! Horn! Timo Horn! Ey, der ist ein echt verletzt, den darfst du gar nicht spielen. Oh, ein Tor. Aber Alf, nimmst du überhaupt schon auf? Ja, da grätscht ja mein Torwart um. Hä? Was hast du gesagt? Ui! Kommt nicht an! Da grätscht er einfach. Ja. Auf gut Glück mal grätschen. Jetzt nochmal. Oh. Ja, Timo Horn! Nein, Mitchell. Was sagst du zu der Aktion? Einwurf. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Dembélé gegen Weiser. Nee, habe ich nicht gesehen. Schade. Was war denn da? Also Weiser wird vorgeworfen, eine Schwalbe gemacht zu haben. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Nee! Doch! Stocker! Kann doch nicht sein hier. Ich bin doch überhaupt nicht im Spiel drin. 1-0. Torverhältnis Hertha nach diesem Treffer. Aber ein schöner Treffer. Ja, wie ist das Torverhältnis? Was? Wie ist das Torverhältnis von Hertha BSC nach diesem Treffer? Du kannst mir Fragen stellen. Ich dachte, du kennst dich ein bisschen aus hier. Ich würde sagen... Plus 7 jetzt. Ich hätte auch 7 getippt. Ja, ist klar. Weil sie gewinnen ja meistens nur mit einem Torunterschied oder so. Reicht ja aus, ne? Und das naja, auch außer man spielt mal gegen den HSV, ne? Ja, da verliert man halt, ne? Oh. Ja, aber Bayern gewinnt mal eben gegen den HSV, weißt du ja, ne? 8-0. 8-0? Ja, 9-0. 7-0, oder? 7-0? Ne, war es nicht 8-0? Schon wieder? 8-0 kann es auch gewesen sein. Auf jeden Fall hoch. Kann alles sein. Kann alles sein. Nein! In letzter Minute die Rettungstat. So, erstmal eine kurze Ecke. Oh, dann macht da hinten einen Trick. Naja. Ja, klappt schon so wie ich's. Ey! Hast du eigentlich schon einmal meinen Keeper gesehen? Ja. Ja? Ja. Nein, das war so schön. Und er macht ihn einfach nicht. So schön. Oh Mann, was ist denn das hier los mit Köln? So schön. Und einfach kein Fußball sein. Freistoß, runter. Kein Abseits. Kalu, mach ihn. Horn, nein, danke. Nein, Mann. Oh, oh. Oh, oh. Ah, Mann. War scheiße zu Ende gespielt.
Wie? Der ist noch dran? Ja, ja. Ey, ich habe hier schon wieder so viele Chancen. Guck da. Bam. Der war ungewollt dran. Das ist doch egal. Dran ist dran. Gibt's so, gar nicht. Wenn du so blind mittig aufs Tor schießt. Tino hat mir letztens mal erklärt, wie man flache Flanken hineinschlägt hier. Guck so. Wie bei Pass. Ja, genau so wollte ich das jetzt haben hier. Ja. Mal nochmal. Ja, ich mach's nochmal. Lächerlich. Nein. Einfach raus! Einfach raus! So, die rücken jetzt nicht so nach, wie ich es gern hätte. Oh, 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 oh. Ah, okay. Oh, das war ein schlimmer Fehler. Höger. Lehmann. Jens Lehmann. Nein! Doch nicht. Nein! Lehmann. Warum geht der denn nicht durch? Komm, Velo. Stark, Velo. Einer der besten Köln. Jonas Hector. Ah, das ist wieder so ein scheiß Konter. Hey, ja, ist egal. Nee, verletzt. Ist doch nicht letzter Mann. Kennst die Regel nicht? Das war ein brutales Foul hier. Nee, es war einfach nur gelb, Notbremse. Quatsch. Wart mal ab hier, wart taktisches mal, Foul. Hier taktisches Foul. Er greift sich an die Brust, siehst du. Schade. Hast du auch nochmal Glück gehabt hier. Nö. Nee. Den Konter musste ich einfach unterbrechen. Freistoß! Hä? Nö. Freistoß ist immer, wenn der Schiri pfeift. Ja, ich höre den nicht. Du spielst wieder ohne Ton, ne? Ja, ich hab vergessen, meine. Oh, Anzeige das war ein Foul! Zieh, Risse, nein! Ja, was war denn das für eine Scheiße? Oh, da wurde er geschoben und geschubst, siehst du? Da! Ah, viel zu früh in der Luft gewesen. Da war ich zu aufgeregt. Ja, ne? Ja. So, Alfinator. Ich war halt kein Karl-Heinz Riedle, der in der Luft steht, ne? Kennst du noch Karl-Heinz Riedle? Nee, nicht meine Zeit, aber ich kenne einen Jan Koller. Halbzeit 0-1, Hertha. Ja, was sagst du zu deiner 0-3. Verteidigung? Hä? Gefühlt 0-3. Nö, ich eigentlich nicht. Ich hatte, guck mal, 0-7 Schüsse aufs Tor. Qualität und Quantität. Ja, das ist mein Problem. Das weiß ich selbst. Ich werde dir gleich einen reinschicken hier. Ja? Ja. So ein Verrückter. So ein Verrückter. Müssen wir erstmal weitermachen hier. Nachher kommt noch Genki. Was kommt? Genki. Ja. Haraguchi. Rätsche. So, erstmal jetzt hier ab durch die Mitte. Freistoß, Elfmeter. Guck mal, der liegt schon wieder da verletzt. Ja. Er haut hier jeden um. Der Alf ist heute hier aggressiv drauf. Nö, einfach nö. Oh. So schön und einfach kann Fußball sein. Nein, da doch nicht hin! Elli Blindmann. Ja, wieder schlecht ausgespielt am Ende. Grätsche. Lustig, hab ich. Ja, Alter, gegen den eigenen Mann gelaufen da, so ein komischer Vogel. So ein komischer Vogel. So langsam wird Vedat Ibisevic Lahm wie Philipp Lahm. Ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Nee. Ist auch weit über den Zenit wieder Ibisevic. Oh, der war gut. Ja, und dann haut er so einen Kackpass hier raus, der Vedat. Ich glaube, gleich muss Schieber kommen. Oh!
Verein hier. Müssen wir gar nicht drüber reden. Müssen wir gar nicht drüber reden. Hör auf zu schnacken. Nix war das. Köln wird stärker. Abschluss! Ja, ne? Der nächste sitzt. Das weißt du auch. Oh. Oh. Komm, Kalu. Hat erst jetzt seinen Vertrag verlängert in Berlin. Darida! Bam! War auch ein Elfmeter, glaube ich. Erstmal wieder tanzen. So, Alf, ich wechsle mal. Ja, wechsel du mal. Ich habe fest mit dem Elfmeterpfiff gerechnet gerade. So, wer kommt raus? Stocker kommt raus, dafür kommt Haraguchi. Also bei mir wird nicht gewechselt. Dann hier noch einer im Mittelfeld, Niklas Stark. Und im Sturm muss ich auch was tun. Da kommt der Julian Schieber. Finde ich gut. Ja. Also wenn es in echt so ausgeht, wäre es nice. Aber ich glaube, Stocker spielt nicht von Beginn an. Also kann er nicht das 1-0 machen. Ah, schade, ne? Ja, schade eigentlich. Oh, 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 Laus! Abstoß. Aber du redest heute nicht so viel wie sonst immer, mein Freund. Wieso, wie viel erzähle ich denn sonst immer? Ja, du redest ja auch nicht mit. Ich frag dich was und du bist ja einfach nur... Ja, du bist ja sonst nicht willig zu reden. Sonst versuchst du mich immer abzulenken. Mit deinem Geschwafel. Du magst Geschwafel? Ja, Geschwafel. Ja, mal. Ja, was soll ich denn zu Köln auch sagen? Köln ist gut. Köln ist schön. In Köln gibt's schöne Frauen. Wo willst du das wissen? Na, wir waren noch in Köln. Oh oh. Hab ich. Ja, guck mal, wo steht denn dein Modest da, ne? Ja, das ist der Torjäger und er steht da hinten in der Abwehr. Ah. Oh. Oh. Boah, nö! Kontern! Hat er seinen Fuß dazwischen? Schneller! Alter, wie viel kommt denn bei dir mit zum Konter? Ja, der war stark. Nein! Aber der war drüber! Ich wollte so schön machen! Nein! Na, das rächt sich jetzt. Jetzt kommt er hier. Karma, ne? Ja. Karma. Karma schlägt zurück hier. Wer ist denn dieser Karma, von dem du redest? Oh, nein! Jawohl! Was ist denn das für eine Flasche da außen, ey? Jawohl! Alf Pushen Rage. Schau. Julian! Nein! So, wenigstens ein Tor ist hier noch drin. Oha, bitteschön. Bip. 10 Minuten noch, Alfie. Naja. Da ist die Flasche vom Dienst wieder. Ja, über links, ne? Ich merke das schon. Oh, Mitchell Weiser jetzt. Ah, letzte Woche sein Comeback gefeiert. Jetzt eine schöne Flanke. Nein. Nee, nee. Bums. Wumstel, rettete. Einwurf Köln. Köln. Abseits, glaube ich. Es wäre nicht mal abseits, doch. Hä, hey, was? Warum war der Vorteil? Abseits. Ja, aber kannst doch vor. Habe ich doch geklärt, Mann. Schade hier. Stand dann einen Meter am Abseits. Der Niklas. Der Starke. Huch. Wo spielst du denn? Alf, du bist rot. Ja, jetzt bin ich ja völlig von der Rolle hier. So, jetzt.
Nee, okay, jetzt noch nicht. Warte gleich. Ja, ich warte. Jetzt nein! Haha, da kommt er mit dem Karate-Kit an hier. Ich bin auch enttäuscht von Modest, ne? Einfach schwach. Ja. Also, da ging heute gar nichts nach vorne. Lächerlich. So, gleich den freien Mitspieler mitnehmen. Nochmal schön passen. Oh. Immerhin. Gilt wahrscheinlich als Schuss, aber war es keiner. So, jetzt nochmal ein Konter. Was? Ja. Klar, habe ich auch gesehen. Nee, sehe ich überhaupt nicht so. Schiri, jetzt das bitte noch, diesen Angriff. Ja, 2-0 Hertha. So ein Sack. Ja, ziemlich realistisch, wenn man das so betrachtet von der Tabellenkonstellation hier, ne? Hertha gewinnt die Champions League hier. Ja, Hertha gewinnt hier den Ligapokal. Hauptsache Hertha kommt nicht in die Champions League. Ja, Euroleague. Obwohl Schalke ist ja auch so weit weg, wenn man auf die Tabelle guckt. 10 Punkte hinter Hertha. Was soll denn Schalke in der Champions League? Naja, was soll Hertha da? In der Gruppe Leverkusen ist ja genauso weit weg. Also das wird noch eine ganz spannende Saison. Vielleicht macht der HSV das ja am Ende noch. Ja, glaube ich auch. HSV. Ja, HSV wird weiter noch. Ja, schön, dass du mitgemacht hast beim FIFA-Orakel Köln, Hertha. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.